Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Joule Performance und zwar mit dem Gaming-PC RTX 4060 i3 16 GB 1 TB L1122-6369 für 1102 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns von Gladiator vorgeschlagen im Videovorschlägekanal auf Discord und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erst zu dem Bild. Das ist leider fake. Also beim Gehäuse kann man sich nicht ganz sicher sein, weil davon gibt es zwei Ausführungen, zeige ich euch gleich auch noch. Das Board, was hier verbaut wird, ist ein Micro-ATX, hier wird ein Full-ATX gezeigt. Der RAM, der da drin ist, ist Corsair Vengeance, hier ist aber ein Fury Beast verbaut und kein Corsair Vengeance. Bei dem Luftkühler kann ich es euch nicht genau sagen, ist irgendwie so eine Eigenentwicklung von denen. Und bei der Grafikkarte, ja gut, das variiert ja sowieso. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, das Ding wird nicht so aussehen, wenn es zu euch nach Hause kommt. Das Gehäuse mit den Lüftern, dass die da leuchten und so, das kann irgendwo stimmen, wobei hier hinten auch irgendwie Corsair Lüfter drin sind. Keine Ahnung. Gebt nichts auf das Bild. Starten wir auch direkt mit den technischen Details. Klassifikation, Anwendungsbereich Gaming. Okay, können wir so stehen lassen. Group One, High-End. Das Ding ist alles, aber nicht High-End. Über High-End kann man sprechen, so sage ich mal, wenn es jetzt um Nvidia-Karten geht, ab einer 4080, 4080 Super, das ist dann schon High-End, aber das ist so ein Einsteiger-Ding. Hier ist ja auch eine 4060 drin. Kommen wir auch direkt zur 4060. Die soll angeblich 12 GB haben. Ich habe eben gegoogelt, wie bekloppt. Es gab früher Grafikkarten, die hatten mal 8 oder mal 12 oder mal 10 GB. Die gibt es meines Wissens nach nur in 8 GB. Deswegen habe ich jetzt auch eine so reingepackt. Falls ihr irgendwie eine findet mit 12 GB, ja, schickt mir den Link gerne in Discord zu, aber ich weiß davon nichts. Und da wir ja auch nicht wissen, welche genau reinwandert, nehmen wir jetzt die günstigste. Das ist in dem Fall die Asus Dual GeForce RTX 4060 EVO OC. Ja, das ist tatsächlich so. Manchmal wird so bemängelt bei mir, dass die dann sagen, ja, die Grafikkarte einer Asus kann doch nicht die günstigste sein, doch ist jetzt gerade die günstigste. Aber mal zu der Karte an sich. Damit könnt ihr natürlich daddeln. In Full HD und auch teilweise in WQHD. Wobei 8 GB Speicher halt extrem wenig ist. Und ihr müsst halt auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung haben. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt einen AAA-Titel mit 50 bis 60 FPS spielen, je nach Einstellung, dann okay, wenn ihr damit klarkommt. Aber einige erwarten dann halt, wenn sie einen WQHD-Monitor haben, dass sie dann auch bei 144 Hertz eben 144 Bilder pro Sekunde kriegen. Ist mit der Karte je nach Spiel leider dann nicht machbar. E-Sports-Titel könnt ihr mit der sogar in 4K zocken. Was weiß ich, ein bisschen Overwatch, Counter-Strike, Valorant, wie sie alle heißen. Aber sobald es in Richtung AAA-Titel geht, ja, wird schwierig. Guckt euch dazu einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 269,90 Euro bei XCOM. Cooling CPU, also der Luftkühler, ist ein Joule Force Custom Black Luftkühler, Custom Kühlung, nein. Dazu nehmen wir jetzt eine Alternative. Auf dem Bild hat man gesehen, das war ein Luftkühler mit 3 Heatpipes. Hier nehmen wir jetzt einen mit 4, um auf Nummer sicher zu sein. Kann ja auch sein, dass das Bild nicht stimmt, aber ich denke, preislich ist es ganz fair. Für den Prozessor, der hier verbaut ist, reicht er tatsächlich. Ist egal, welchen sie da drauf schnallt, sollte laufen. Und dass wir bei dem Preispunkt jetzt keine fancy Wasserkühlung oder so kriegen, ist ja auch klar. Und der kostet 38,89 Euro bei Mindfactory, einfach nur als Preispunkt. Der Arbeitsspeicher ist Marke Kingston, Fury Beast, DDR4, 3200 MTS, 16 GB, total Speicherbänke 2 und freie danach halt 0. Das liegt daran, weil das Board auch nur 2 RAM-Speicherbänke hat. Kommen wir aber gleich zu. Also mein erster Punkt wäre, 16 GB finde ich zu wenig. Bei einem PC, der über 1000 Euro kostet, ihr könnt mit 1000 Euro schon einen AM5-PC bauen mit DDR5 und habt dann 32 GB, egal. 16 GB finde ich ein bisschen wenig. 3200 MTS ist die Vorgabe von Intel bei diesem Prozessor jetzt speziell. Kann man machen, 3600er hätte ich eher gesehen, aber so ist es halt. Immerhin nehmen sie zwei Riegel. Es gibt auch Systemintegratoren, die nur einen Riegel nehmen und dann kriegt ihr noch mehr Performance-Einbußen. Ich lasse es technisch einfach mal so stehen, es wird funktionieren. Ich hätte lieber 32 GB gehabt. Und der kostet 33,89 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu dem Case. Hier steht Lian Li, Modell 205, MIDI Tower und die Maße. Es gibt zwei Modelle davon, einmal mit Mesh Front und den Lüftern halt und einmal ohne Mesh-Front. Ich habe jetzt das mitgenommen, weil es halt auch auf dem Bild zu sehen ist. Aber wenn sie lustig wären, könnten sie euch auch den schicken ohne die Mesh-Front und dann kriegt ihr Temperaturprobleme. Also ihr hättet rechtlich überhaupt keine Möglichkeit, da dran zu kommen.
Da steht halt 205er Modell. Okay, davon gibt es aber halt mehrere. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das. Und das hat auch schon 240 mm Lüfter in der Front und 120er hinten, die alle RGB beleuchtet sind. Sind jetzt natürlich dann nicht von Corsair, sondern sehr wahrscheinlich von Lian Li auch selbst. Auf dem Bild waren Corsair Lüfter zu sehen, deswegen sage ich das. Ist halt ein stinknormales Gehäuse. Hat aber genug Airflow, hat eine Meshfront, eine Glasscheibe. Ihr kennt das alles schon. Das ist reine Geschmackssache. Und das kostet 79,90 Euro bei Galaxus. Die Garantie beläuft sich auf 2 Jahre mit Bring-In. Also ihr müsst euch selber darum kümmern, wie das Ding zu denen kommt. Also ihr müsst wahrscheinlich sogar selber ein Label irgendwie ausdrucken, kaufen, wie auch immer, weil sonst würde da jetzt halt stehen Retouren-Label oder sonst was. Die CPU ist ein Intel Core i3 14100F. Das ist ein 4-Kerner, ja, ein 4-Kerner mit 8 Threads, 58 Watt TDP bzw. 110 Watt, das kriegt ein Luftkühler aber locker weg, das ist überhaupt kein Thema. Und da unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 4800 MTS, den könnt ihr auch mit 6000 laufen lassen, auch mit 3600 unter DDR4. Ob ich heutzutage in einem Gaming-PC einen 4-Kerner verbauen würde? Ich denke eher nicht. Man kann das Ding jetzt natürlich auch irgendwie künstlich günstig halten, aber es ist ja Joule Performance. Die geben das ja nicht an den Kunden weiter. Wir kennen das ja schon. Also den Prozessor würde ich vielleicht, weiß ich nicht, für einen Office-PC nehmen. Vielleicht ein bisschen Photoshoppen und so, wenn man da mal irgendwas machen will. Oder so ein bisschen, was weiß ich, Recherchearbeit oder einen Brief schreiben oder whatever. Aber für eine Gaming-Kiste, nein. Und der kostet 85,56 Euro bei Mindfactory. Kommen wir zu dem Mainboard. Immerhin eins von Asus, und zwar das Prime H610 MKD4. Also erstmal halten wir fest, dass der Chipsatz so ziemlich das billigste ist, was ihr kriegen könnt. Das Ding hat keine gekühlten Spannungswandler, was bei dem Prozessor jetzt auch nicht so schlimm ist. Für eine Office-Kiste wäre das gut, also könnte man das machen. Naja, 2 RAM-Bänke, hier kann die Grafikkarte verbaut werden, hier unten habt ihr noch einen Erweiterungsslot und hier kommt die SSD rein. Das war's. Mehr hat das Board nicht zu bieten. Und was die Anschlüsse angeht, haben wir sogar noch einen VGA-Anschluss. Office-Kiste, sag ich ja. Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI-Anschluss, ist ein F-Prozessor, könnt ihr dann sowieso nicht benutzen. Nimmt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte, falls ihr diesen PC kauft, nicht. Und halt einen PS2-Anschluss, werdet ihr auch nicht benutzen. Einige fragen auch, wofür braucht man den? Das ist ja jetzt auch kein Overclocking-Board. Beim Overclocking nehmen die gerne diese PS2-Anschlüsse, weil die halt komplett analog sind und nicht so schnell abrauchen wie so ein USB-Controller, falls ihr eine USB-Maus habt. Bei Office-Kisten ist es so, da sperren die Arbeitgeber gerne mal die USB-Ports, damit die Mitarbeiter nicht von zu Hause einen USB-Stick mitbringen und irgendwie ein Virus da in der Firma verbreiten. Über PS2 geht das dann halt nicht, dann schließen die alles über PS2 an. Nur mal so als Erklärung, damit ihr wisst, wo ihr hier dran seid und warum PS2 und warum kein Overclocking-Board. Hätte man für eine Office-Kiste durchaus nehmen können, das möchte ich gar nicht absprechen. So eine kleine Kiste, Micro-ATX halt, ne? Kleines Gehäuse, was auch Micro-ATX unterstützt. Das ist ja ein Gehäuse, was Full-ATX unterstützt. Genau, kann man sich schön in die Ecke stellen, aber in der Gaming-Kiste hat das nichts zu suchen. Und das kostet auch stolze 69,60 Euro bei XCOM. Das System Drive, also die Festplatte, ist eine Kingston NV2 1000 GB. Die hat eine Leserate von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 2100 MB die Sekunde. Die hat TLC oder QLC-Speicher, gibt es beides auf dem Markt, deswegen, man kann sie nehmen, es ist in Ordnung. 1 TB in der Preisklasse ist auch okay, man braucht auch nicht so eine schnelle SSD, wenn man nur zocken will oder was. Aber ist halt auch recht günstig, ne? Ist aber nicht schlimm, machen viele Systemintegratoren. Nehmen wir einfach mal so mit. Und die kostet 51,69 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX 750 Watt 80 Plus Gold zertifiziert, Modularität Full. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist eben 80 Plus Gold zertifiziert und voll modular. Das meinen die damit. Das ist so ziemlich das einzige Vernünftige an Hardware-Komponenten, was da drin ist. Klar, jedes Produkt für sich, wenn man das anders kombiniert, ist auch okay. Es ist jetzt das 2.4er, was ich rausgesucht habe. Das gibt es auch noch als ATX 3.0 wegen dem 12-Volt High-Power-Anschluss, aber ich glaube nicht, dass die das 3.0er reinschmeißen. Ansonsten ist das 2.4er sogar teurer. Um 2-3 Euro gegenüber dem 3.0er. Bevor jetzt jemand in den Kommentaren sagt, ja, aber der Preispunkt. Nee, nee, das wäre sogar günstiger als 3.0er, aber wir sind jetzt mal nett, was den Preispunkt angeht. Ansonsten 750 Watt reicht. Dicke für das System, ist ja nur ein kleiner süßer 4-Kerner und eben eine kleine Grafikkarte und ja, reicht. Ihr könntet später sogar aufrüsten, also nicht den Prozessor bitte, nicht in Kombination mit dem Board, aber eine stärkere Grafikkarte würde gehen. Und das kostet eben 101,30 Euro bei Völkner.de. Ein Betriebssystem ist übrigens nicht mit dabei. Dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diesen CPU-Kühler, den wir als Alternative genommen haben, der aber auch recht teuer ist.
das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 730,73 Euro. Und das Ding kostet 1.102 Euro. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von 370 Euro in einem Preisbereich von 1.100. Wenn das jetzt ein System wäre, was 3.500, 4.000 Euro kosten würde und dann habt ihr einen Preispunkt von, sagen wir mal, 350 Euro als Aufpreis, würde ich sagen, ja, ja, Preise schwanken, Grafikkarten mal 100 Euro mehr, mal 100 Euro weniger, pipapo. Aber das hier ist ja wirklich ein kleines, süßes System für 1.100 Euro, was einfach viel zu teuer ist. Was ich auch noch witzig fand hier bei Discord, ne? Da steht so ein kleiner Text darunter, der ist irgendwo auf der Website versteckt. Ich habe den jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Möchtest du einen Gaming-PC, der ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet? Ja, ist beeindruckend, ja. Also wirklich, Leute, nein. Build-Fake, Board zu klein, Prozessor zu klein, Grafikkarte, gut, kann man darüber diskutieren in dem Preisbereich. Lass es einfach sein. Wir hatten meistens bei Joule Performance das Problem, oder eigentlich immer, dass die Systeme grundsätzlich zu teuer sind in meinen Augen. Das darf ich ja frei raus sagen, ist ja freie Meinungsäußerung. Jetzt haben wir hier aber auch noch einer, der ist zu teuer und die Konfiguration ist auch irgendwo Mist. Ich hätte mal eine Alternative für euch. Das ist jetzt auch kein Bomben-Super-PC, weil in dieser Preisregion es immer sehr, sehr schwierig ist, mit Intel zusammen da irgendwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein stärkerer PC für circa den gleichen Preis. Und zwar ist das der Gaming-PC RTX 4060 Ti. Da seht ihr schon, die Grafikkarte ist schon stärker. Mit einem i5 13400F. Der ist auch stärker als der 14100er. Und nur um das zu unterstreichen, den Link hier von der Website, den schicke ich euch auch unten rein in die Videobeschreibung. Der 13400F ist halt 14,9% stärker als der 14100F. Das ist jetzt im Spielebereich. In der Produktivität liegt der sogar 23,9% vor dem 14100F. Also der ist etwas älter, aber dennoch stärker. So, bei der 4060 Ti, die ist halt auch schon stärker von der Leistung her, bringt auch nur 8 GB mit, aber ihr habt halt den direkten Vergleich. Guckt euch unten einfach die FPS-Videos an. Über den Prozessor haben wir gerade gesprochen, also wir sehen hier 6 plus 4 Kerne, der andere war halt nur ein 4 Kerne. Wir bekommen den Spartan 5 Max ARGB, auch ein stinknormaler Luftkühler, reicht aber auch für den Prozessor. Den habe ich sogar getestet. Das Video findet ihr auf meinem Kanal, falls euch der Kühler interessiert. Wir bekommen 32 GB Speicher, also das Doppelte, DDR4 3600er gegenüber 3200er, Patriot Viper Steel CL18. Also der ist ein Ticken schneller und halt doppelt so groß. Das Board ist ein MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Das ist um Welten besser als das andere Board, ist auch kein Superboard. Das ist halt so Einsteigerklasse, aber es ist um Welten besser als das andere. Ich meine, guckt es euch an. Also ihr habt ja auch erstmal noch 4 RAM-Bänke und so, ob ihr die jetzt benutzt oder nicht, sei dahingestellt, gekühlte Spannungswandler, viel mehr Erweiterungsslots, ihr könnt hier 2 SSDs verbauen und solche Geschichten. Und hier gibt es auch schon WLAN und Bluetooth dazu, 7.1 mit Toslink, ihr habt USB 3.1 dabei, USB-C und so weiter, deswegen, das Board ist wesentlich besser als das andere und sieht auch schöner aus. Full ATX in einem Full ATX Case. Was die Festplatte angeht, haben wir auch 1 TB Speicher, auch die gleiche Geschwindigkeit, allerdings hat die immer TLC-Speicher. Da gibt es nicht mal QLC, mal TLC oder so. Also, man sollte es mal erwähnt haben. Das Enderfy Ventum 200 ARGB mit Glasfenster hat halt auch Meshfront-Lüfter-Glasfenster. Ne? Das ist genau das gleiche wie bei der anderen Case auch. Das Netzteil ist etwas schwächer mit 650 Watt, reicht aber für das System immer noch dicker aus und qualitativ auch super. Windows 11 ist hier auch schon vorinstalliert. Ihr kriegt halt diese 2 Jahre MyPC-Garantie. Ich weiß, dass die halt dementsprechend halt ein Return-Label euch zuschicken, aber bei dem anderen ist es halt nicht gesagt. Und hier steht es auch nicht dabei. Ich wollte es nur gesagt haben. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 995,31 Euro. Und das System kostet 1.119,99 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von effektiv ca. 125 Euro. Liest sich besser als die 370, die wir bei dem anderen PC hatten, als Aufpreis fürs Zusammenbauen. Und ihr habt mehr Leistung. Ist bewiesen, technisch. Also ich würde von dem System auf jeden Fall die Finger lassen. Ganz ehrlich, also das ist nichts, das ist komisch konfiguriert, der Aufpreis ist viel zu hoch, wie es immer bei Joule Performance ist leider. Jedes Video, guckt es euch ruhig an, da sind die Dinger mal zu teuer. Ich meine, ihr könnt das Geld ausgeben, wo ihr wollt, ist einfach nur meine Meinung dazu. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.